Ja, und Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft, Let's Show. Ja, ihr denkt jetzt mit Sicherheit, ah, jetzt baut sie wieder alleine. Aber nein, schaut mal, was ich jetzt machen werde. Ich bin gerade in deinem Tisch gefangen. Ja, psch, du hast wieder alles verraten. Ja, der gute Kelturio ist bei mir. Ja, ich muss hier kurz schreiben. Hallo, Oh, dieser Spieler konnte nicht gefunden werden. TP. mach gerade Party im Tisch. Was machst du meinem Im Tisch? Tisch. Im Tisch? Ich bin irgendwie in den Tisch reingerutscht und da der ja aus 4 Zäunen gebaut ist, bin ich jetzt in den Zäunen gefangen. Oh, jetzt bin ich bei dir. So, ja. Oh. Hallo, Kelturio. Du hast mir natürlich meine Anmoderation hier total versaut. Es gibt heute Abend kein Essen. König darf Der das. König darf das, ja. Von wegen. Ja, und für alle Leute, die dich noch nicht kennen, darfst du dich jetzt auf jeden Fall mal vorstellen. Hau nicht immer ab von mir hier. Wo bist denn du? Ich renne hier überall rum. So, ja, dann stell dich doch mal meinen Abonnenten vor. Ja, hallo, ich bin der Kelturio und ich denke mal, die meisten dürften mich vielleicht schon kennen oder auch nicht. Und ja, was ich weiß nicht, was noch sagen soll. Ja, der Kelturio ist mein Partner, also er ist mein Freund. Und durch ihn bin ich eigentlich mit zum Let's Playen gekommen. Ja, jetzt ist so zu sehen eine Pärchenaufnahme hier mal. Und Ja. er hat mir ja schon vor längerer Zeit gesagt, er richtet ein Zimmer im Schloss ein. Da warte ich jetzt, glaube ich, schon 1,5 Monate drauf. Ja, weil der Gute nie Zeit findet. Boah, Creeper. Ja. Der Gute ist immer Der Gute ist ausgebucht. immer ausgebucht, ja, von wegen. Vor allem, wenn es ums Aufräumen geht, sind Männer generell immer ausgebucht. Ja, muss man ja auch mal sagen, ne? Bin immer Immer ausgebucht. ausgebucht, ja. Gut. Diese ganzen Termine. Ganzen Termine. Ja, du hast ja jetzt auch ein neues Projekt am Laufen, ne? Wo bist denn du schon wieder hin? Da unten. Hinter dir. Okay. Ja, du hast ein neues Projekt am Laufen. Erzähl mal, was du da jetzt momentan so projektmäßig am Laufen hast. Du spielst ja seit kurzem wieder Minecraft. Minecraft, ja, und Game Dev Tycoon und was noch? Metro Last Light seit heute. Ja. Immer wieder mal was. Ja. Auf Minecraft haben sich ja viele deiner Abonnenten gefreut, ne, dass du das endlich wieder machst. Ja, ich selbst mich auch. Okay. Ist mal wieder was anderes gewesen. Das Nach langer Zeit. nach langer Zeit, ja. Aber Was hier unten entstanden ist, habe ich ja noch gar nicht gesehen. ja, das sieht ihr mal, der schaut meine Folgen gar nicht. Zieht euch das rein, mein eigener Partner zieht sich meine Folgen nicht rein. Und Creeper. Ja, der darf da oben sein. Creepy. Hier ist Greenpeace unterwegs. Ups. Das machen sie alles kaputt. Naja, die zwei Dinger kann man da schnell hinsetzen. Ja. Ach, Salmo hat das gebaut, okay. Ja, hier waren wieder ein Enderman unterwegs. Ich gebe dir einfach mal auch die Rechte. Sind das beides hier Zimmer von Salmo? Nee, Nee, oder? warte mal kurz. Weil hier links ist auch eins. Sieht sehr exotisch aus. Du hast jetzt mal einen Game Mode von mir gekriegt. In welchem bist du jetzt drin? In diesem linken. Also vom Salmo das. Ich weiß nicht, das rechte ist doch auch Salmo. Nee. Sind zumindest beide gleich eingerichtet. Das da hinten hat auch blauen Teppich und ist so eingerichtet Ach wie so, hier. die zwei. Ja, das war ein großes Zimmer und da haben wir dann zwei Zimmer draus gemacht. Ach Ja, so. habe sehr viel ich eingerichtet mit. Ja, das Zimmer hier ist vom Luke LP. Der Luke. Ja, da gibt es leider keine Aufnahme von. Habe ich aber schon mal erklärt gehabt, dass es da eben gewisse Schwierigkeiten gab. Ach so, okay. Ich stecke in deinem Head drin. Und Herr Keltorius, selbst wenn du ein König bist hier, bei mir werden die Türen geschlossen, sonst gibt es ein paar auf den Arsch. Ja. Das vergesse ich immer wieder. Ja. Sieht aber lustig aus, dass das Schloss, das ist unüblich für ein Schloss. Wie unüblich für ein Also Schloss. irgendwie sieht das aus, was hier drinnen entsteht, wie eine Stadt im Schloss. Eine Stadt im Das sieht Schloss. aus wie extra kleine Häuschen hier überall. Okay. Ja, das ist doch gut. Sag mal, was ist denn hier an Ist halt mal Creepern was los? anderes.
Das gibt's doch gar nicht. Ups. Spinnen und Creeper. Ja, auf jeden Fall. Das ist total lästig hier immer. Naja, im Creative stünden sowieso nicht. Du musst vielleicht mal ein paar mehr Lichter hinmachen. Ja, hier ist halt die Frage. Ich kann ja hier oben keine Fackeln draufstellen. Sieht halt ein bisschen doof aus, ne? Ach, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das doof aussieht. Ja. Hier vorne auf die Holzteile zum Beispiel kann man doch bestimmt schön Fackeln stellen. Auf welche Holzteile? Du kannst übrigens rumfliegen. Du kannst ja selber mal welche drauf. Hier so auf die, so, keine Ahnung, so hier vielleicht. Ja, dann stell du mal da Fackeln drauf. Ich mach mal hier den Mist weg, den der Enderman hier fabriziert hat. Bei mir schwirrt ziemlich oft hier ein Enderman rum und stellt einfach sinnlos Blöcke ab. Aber das kennen wir ja, ne? Vor allem in deiner neuen Folge, was war denn da mit dem Enderman? Oh beziehungsweise Gott, ja. In deiner Endfarm-Folge. Nummer 3 müsste das sein, ne? Oder Nummer 4 schon? Ich glaube, das war Nummer 4 sogar schon. Okay. Ja, was? Wo der Enderman einfach über mich drüber gelaufen ist und auf einmal war ich tot. Okay, der Enderman ist über dich drüber gelaufen. Das ist ja auch mal eine ganz nette Story. Ja, keine Ahnung, wie das passieren kann. Aber passiert. Der Keturio ist zu klein. Ja, du darfst auf jeden Fall gerne mal mit hier nach oben kommen und dir mal ein Zimmerchen aussuchen. Oben? Ja, du kannst natürlich auch unten einrichten, aber hier oben ist eigentlich mehr so VIP-Bereich. Die Private Lounge. Ja, auf jeden Fall. Kannst auch gerne mal... Das Zimmer von Hannibal. Ja, kannst du mal reingucken. Oder Hannibal, wolltest du ja genannt Hannibal, werden. Hannibal, ja, genau. Hier ist jetzt kein stalkender Creeper wieder. Nee. Niemand zu Hause? Nee, die ist ausgeflogen. Ach hey. Was ist hier dann? Was? Wo bist du? Hier drin. Das ist auch ein Zimmer, kann auch eingerichtet werden. Das ist ein Zimmer? Ja. Ah, das ist dann dein Zimmer, ne? Nee, das kann man einrichten. Es ist so frontal eingerichtet, das würde ich schon als dein eigenes beschlagen. Also du darfst... Das Königinszimmer sozusagen. Also mir ist es egal. Du darfst einrichten, wo du magst. Hm. Wenn dir der Platz zu klein ist hier von einem Zimmer, können wir auch gerne zwei Zimmer draus machen. Und das hier wird sowas wie kleine Toilette oder was? Ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was da reinkommt. Wenn du da Vorschläge hast, immer raus damit. Auf jeden Fall scheint so, als hättest du hier noch Platz für drei Gäste hier oben. Ja, auf jeden Fall. Ah, das hier ist mir ein bisschen schmal, das Zimmer, das würde ich nicht haben wollen. Okay, ja, wie gesagt, also man kann da gern hier so eine Zwischenmauer wegmachen. Dann würde ich nämlich sagen, wir... Wäre es vielleicht zu groß schon wieder. Ja, dann richtest du da ein Zimmer ein und ich ein Zimmer. Ja. Könnte man natürlich auch machen. Vielleicht das hier, ich weiß nicht. Ja, du musst ja halt überlegen, dass hier auch noch eine Mauer hochkommt, ne? Ja, da vorne. Ja, hier an der Seite ja auch noch. Ach so, dann ist es auch wieder so schmal, wobei das Fenster ist breiter. Ach, du machst die Räume bloß so breit, wie das Fenster genau, ist? Genau, ich mach die Räume nur so breit, wie das Fenster ist. Was ist dann hier? Wo bist du? Das hier sieht auch gut aus, das andere gegenüber von Hannibal, das ist auch schön. Wer hat das eingerichtet? Oh, der Zombie. Spielpirat. Ach. Okay, der hat im Prinzip auch zwei Zimmer genommen hier, ne? Nee, der hat ein Zimmer genommen, also ein großes und hat dann eben auch zwei draus gemacht. Also wie... Weil hier sind zwei Fenster, das hier in der Mitte ist zum Beispiel die Abtrennung. Ja, ich sag ja, das war ein ganz großes und da haben wir zwei draus gemacht. Aha. Also können wir bei dir gerne auch machen. Ja, das fände ich doch schon besser, weil sonst ist es arg dünn. Da würde ich das in der Mitte wegmachen. Dann machen wir das mal weg. Einfach mal weghauen. Klopp, 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 klopp. Also sonst sind die so schmal. Das ja. Hat irgendwie dann nicht so... Schloss ist ja immer alles etwas überdimensioniert. Ja, das schon. Ich meine, es kommt natürlich auch drauf an, wer hier mit da ist, ne? Der König. Der König, ja, der König darf natürlich sowas. Ja. Jetzt, die Abonnenten kriegen kleinere Zimmer von mir, weil ich da auch... Die bauen ja sowieso unten. Die bauen unten, genau. Also da waren die Zimmer von jeher schon nicht so groß. Und das andere Zimmer auf der anderen Seite gegenüber, das könnte man zum Beispiel noch mit diesem kleinen Zimmer dann verbinden, dass es so ein Zimmer wird, was jetzt nicht unbedingt quadratisch ist, sondern erst etwas dünner und dann hinten wird es breiter, dass das, man dann auch ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit hat. Das kann man auch machen, ja.
Ja. Klopf, klopf, klopf. Schon wieder Nacht draußen. Ja, ich mach gleich hell. Oh jo.